Noah. Noah ist einer der berühmten Gestalten in dem Alten Testament bzw. im Tanach. Noah wird im ersten Buch Mose in der Genesis beschrieben. Noah ist insbesondere derjenige, der in der Sintflut oder vor der Sintflut die Arche Noah gebaut hatte. Noah spielt auch eine Rolle im Talmud, wie auch im Neuen Testament, in den Apokryphen und im Koran. Noah ist der 10. Urvater nach Adam. Er soll 950 Jahre gelebt haben. Wahrscheinlich könnte man auch sagen, dass er 950 Monate gelebt hat. Noah wird manchmal auch gleichgesetzt mit Manu, dem ersten Menschen, der in Indien. Noah hat viele verschiedene Bedeutungen. Es gibt auch den Namen Noah heute und ich will es jetzt dabei belassen.